So, Drachenknochenödler, ne? Natürlich. Ja. Kann ich wenigstens ein paar Tage Pause in Denerim machen? Nein. Na gut. Wir sind da. Haltet die Augen nach Drachen offen. Und nach Spiegeln. Und nach dunkler Brut. Ob der Hund vielleicht ein wenig Privatsphäre braucht? Nee. Das nochmal. Was? Autisten? Menschen? Was? Was zum Tausend machen Menschen hier? Gar nicht wissen, was sie getroffen. Ach, bitte nicht schon wieder. Ich bin noch nie zuvor einem Drachenanbeter begegnet. Sie haben wohl nicht viel für Plaudereien übrig, was? Warum sollte jemand einen Drachen anbeten? Drachen sind groß, mächtig und sie speien Feuer. Manche Leute sind einfach leicht zu beeindrucken. Wisst ihr, mir ist mal ein Kult von Drachenanbetern begegnet in einer uralten, in der Ruhestätte von Andraste höchstpersönlich. Und die haben einen Drachen verehrt, von dem sie meinten, es wäre die Reinkarnation von Andraste. Also, ja, manche Leute. So. Komm, lass uns mal um den Magier kümmern. Autsch. Bin Machtboss. So. Was hast du mit meinem Hund gemacht? Verdammtes Misty. Alles okay? Hier. Nimm einen Papa. Nimm einen Barbarikeks. Ein Drachenkult, der sein ganzes Gebiet mit Fallen mit Fallen zugleistert. Das bringt mich zurück. Damals, als das Leben noch in Ordnung war, man noch mit nicht ganz so weinerlichen Leuten umhergereist. Ich meine natürlich mit ebenfalls sehr fähigen und mutigen Leuten umhergereist ist. Vielleicht noch was? Ups. Tja, wir hätten einen Schurken mitbringen sollen. Wie sich etwas zusammenbraut. So, ich bin mal gespannt, ob wir auch gegen einen ausgewachsenen Drachen kämpfen müssen, um uns hier durchzuschlagen.
Drachi! Was ist das? Ein Vatera? Unmöglich, sie sind nur Legenden. Das haben sie gesagt. Das heißt, sie waren Fels und Baum, Wind und Regen, von den Elfengöttern belebt, um ihr Volk zu beschützen. Gut, dann redet mit ihm. Um ihr Volk zu beschützen? Warum sieht er denn aus, als wolle er euch fressen? Ach, du Gütiger. Okay, folgt mir. Und bleibt hinter mir. Komm, Misty, dreh dich um. Kein Problem. Finn, wie wär's mal mit einer Gruppenheilung? Verdammtes Misty. Bist du wohl hier? Achtung, Drachen. Ich hoffe, alles läuft glatt. Ich lenke den Vatera ab. Habt ihr mal den Drachen? Komm her. Ist sie? Komm schon her und stirb. Autsch. Der Sieg wird mein sein. Nein, bleib so hier. Finn, ihr seht erschöpft aus. Ich werde mein Bestes. Finn, alles in Ordnung bei euch? Der Sieg gehört mir. Dann lassen wir mal ein paar. Wir schaffen das schon, Leute. Haltet durch. Wird erledigt. Ja. Das sollte kein Problem sein. So. Ach, du lebst nicht mehr lange. Verdammt hässliches Misswählen. Okay. Wird erledigt. So. Ja, ich erinnere mich, hier haben wir damals die Mutter besiegt. Ich bin mir sicher, dass es da keinen Weg gab und da ein Spiegel da hinten. Moment. Morrigan? Morrigan! Wartet! Morrigan! Der Illuvien. Ruhig bleiben. Und er leuchtet. Wir sollten... Ich glaube, sie erwartet euch. Ja. Fragt sie nach unserem Buch. Bleibt sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Sonst bin ich weg.
Ich freue mich auch, euch zu sehen, Morrigan. Ich nehme an, ihr wisst, was das ist. Ich habe gewaltige Mühen auf mich genommen, um dieses Portal zu finden und es zu aktivieren. Ein falscher Schritt und ich gehe hindurch, dann bin ich für euch unerreichbar. Also diese Illuvien sind Portale, aber wohin führen sie denn? Zu einem anderen Ort, jenseits dieser Welt und jenseits des Nichts. Doch dieses Portal kann nur noch ein weiteres Mal benutzt werden. Selbst das zu erreichen war schwierig. Ich bin geblieben, um zu sehen, ob ihr es wirklich seid. Ich musste es wissen. Sagt mir, warum seid ihr hier? Nun, ich bin hier, weil ihr gesehen wurdet und weil ich gerne noch ein paar Antworten von euch hätte. Antworten. Wir alle wollen Antworten. Ich habe euch eine Abmachung angeboten und ihr habt mich einfach zurückgewiesen. Warum sollte ich jetzt irgendeine eurer Fragen beantworten? Nun, wenn ihr nicht mit mir hättet reden wollen, dann wärt ihr nicht so lange hier geblieben. So klug wie eh und je. Dann stellt eure Fragen. Ihr habt dafür immerhin eine weite Reise auf euch genommen. Was genau hattet ihr eigentlich mit der Seele des Erzdämons vor? Damals, ihr wisst schon. Spielt das eine Rolle? Ihr habt sie mir verweigert und dennoch überlebt. Gut gemacht. Ich vermute, ihr glaubt, ich hatte selbstsüchtige Ziele. Aber jetzt werdet ihr es niemals erfahren. Wieso? Wie sieht denn euer Plan aus? Denkt ihr wirklich, ich würde ihn euch verraten, nachdem ihr mich in Radcliffe zurückgewiesen habt? Da irrt ihr euch. Meine Pläne sind nicht halb so niederträchtig, wie ihr offenbar denkt. Ob ihr mir glaubt oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Warum seid ihr denn damals einfach gegangen? Ich habe euch nicht verraten. Ich bin gegangen, genau wie ich gesagt hatte. Aber ihr habt uns trotzdem vor der größten Schlacht, die wir immer zu schlagen hatten, im Stich gelassen. Ihr habt mich vor der Schlacht im Stich gelassen. Was ich getan habe, ist nicht leichtfertig geschehen. Ich brauchte euch und ich dachte, ich könnte euch auch helfen. Aber ihr habt mich zurückgewiesen und das bedeutete das Ende. Also erzählt mir nichts von Verrat. Ich schätze, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dann gestattet mir, euch eine Warnung zu geben. Es ist Flemeth, vor der ihr euch vorsehen solltet, nicht ich. Wenn ihr auf jemanden Jagd machen wollt, dann auf sie. Aber ich dachte, Flemeth wäre tot? Meine Mutter hat den Tod und noch Schlimmeres mehr als einmal überlistet. Sie ist ebenso wenig tot, wie ich es bin. Ich dachte, ich wüsste, was Flemeth plante. Ich dachte, sie sehnte sich nach Unsterblichkeit. Aber ich lag falsch. Vollkommen falsch. Sie ist keine Blutmagierin, keine Abscheulichkeit. Sie ist noch nicht einmal ein echter Mensch. Ihr habt mir das Ritual verweigert, aber das ändert nichts an dem, was geschehen wird. Wieso? Was wird denn geschehen? Der Welt steht ein Wandel bevor. Viele fürchten den Wandel und werden mit jeder Faser ihres Wesens dagegen ankämpfen. Doch manchmal ist der Wandel das, was sie am dringendsten benötigen. Manchmal ist der Wandel das, was sie befreit. Das ist keine Antwort. Mehr habe ich nicht anzubieten. Ich darf nicht länger zögern. Es ist Zeit für mich zu gehen. Nun, ihr müsstet das nicht unbedingt allein durchstehen, Morrigan. Doch. Aber ich wünschte, es wäre anders. Es gibt noch eine letzte Sache, von der ihr wissen solltet. Ich schenke euch etwas. Ihr findet dort das Buch der Dalish und etwas, das euch sehr interessieren dürfte. Lebt wohl, mein Freund. Lebt wohl.
Gehen wir. Tja, das war's auch schon mit Hexenjagd. Wie ich schon sagte, ein sehr kurzes, knackiges Abenteuer, in dem wir, nachdem Morrigan gesichtet wurde, wir sie verfolgt haben und jetzt am Ende ein bisschen mit ihr reden konnten. Ob sie uns dringend benötigte Antworten geliefert hat, erfahren wir, tja, in Inquisition tatsächlich. Vorher leider nicht. Beziehungsweise, ja, Teil davon wurde man auch schon in Dragon Age 2 erfahren, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern für Leute, die das noch nicht gesehen haben. Von daher belassen wir es erstmal dabei. Aber sie versucht nicht nur kryptische Warnungen auszustoßen, ja, also falls jemand denkt, so, er erzählt nur irgendeinen Scheiß und will von sich ablenken und was weiß ich, was sie schon davor hat. Ich finde nicht. Ich finde, sie ist sehr komplexer Charakter und ich finde aber nicht, dass sie immer nur was Böses vorhat, wie man das vielleicht manchmal bei oberflächlicher Betrachtung bei ihr sehen könnte. Sie ist allerdings sehr egozentrisch, sagen wir es mal so. Zum Teil auch verdient. Ich meine, sie weiß es manchmal besser als andere, klar. Aber ich bin wirklich nicht traurig, wie das mit ihr ausgegangen ist damals in Radcliffe. Ja, ich bleib dabei, dass ich finde, ihr Plan viel zu viele Unbekannte für mich hat und Sachen, die schief gehen könnten und über die ich keine Kontrolle habe. Und letztendlich ist es für mich nicht schlecht ausgegangen, ja? Aaron hat überlebt und dadurch, dass Loghain sich geopfert hat, um den Erzdämon zu töten, hat er sich auch so ein bisschen rehabilitiert, was, weil ich mit seiner Tochter verheiratet wurde, auch gar nicht mal so schlechten, auch gar nicht mal so ein schlechtes gesellschaftspolitisches Zeichen ist für alle. Von daher, es ist sicherlich gut gelaufen, aber natürlich weiß man, ob und wie sowas gut läuft, halt immer erst im Nachhinein. Und es hätte natürlich auch alles schlimmer kommen können, ja? Also mal, ja, es hätte auch alles schlimmer kommen können. Von daher, ja. Aber ich finde, wir sind nicht im, aber ich finde, wir sind im guten Geiste voneinander geschieden. Und das würde mich nicht wundern, wenn wir Morrigan nochmal über den Weg laufen würden. Später. Also jetzt nicht Aaron, aber jemand anderes vielleicht. Nun gut. Ich glaube, das ist nochmal der komplette Abspann. Weiß nicht, ob ich möchte, dass der komplette Abspann läuft. Egal. Ich habe mir, also es gibt noch ein paar weitere DLCs, die ich mit meinem Charakter machen könnte. Ich glaube, Golems von Amgarak ist das, was es noch gibt. Dann gibt es noch A Tale of Orzammar, das ein bisschen im Vorfeld zu der Herkunftsgeschichte der Zwergencharaktere spielt. Aber wie gesagt, ich werde die irgendwie im Vorfeld spielen und was über die Vorgeschichte erzählen, höchstwahrscheinlich nicht machen, auch einfach aus Zeitgründen. Ja, wie ich schon sagte, ich, zeittechnisch ist das bei mir im Moment schwierig. Ach, das ist doch nicht der ganze Abspann. Wunderbar. Naja, egal. Ich kann nochmal kurz auf andere Kampagnen gehen und irgendwie nur ein paar Worte dazu verlieren. Also, Hexenjagd und Awakening haben wir. Calling of the Dunkle Blut werde ich sowieso nicht machen, weil das für mich eine absurde Idee ist, mal jetzt hier auf der bösen Seite als Dunkle Blut zu kämpfen. So viel dazu. Tale of Orzammar, wie gesagt, erzählt eine Vorgeschichte zur Herkunftsgeschichte in Orzammar, von der wir nicht so viel mitbekommen haben, die man halt quasi, sowieso kriegt man die ganze Politiklage in Orzammar nur mit, wenn man wirklich selber einen Zwergencharakter spielt. Dann ist das aber sehr interessant und vielseitig und sowas, aber das passt halt irgendwie nicht zu dem Rest, was ich bisher gemacht habe. Das würde ich halt einfach nur machen, um irgendwie noch ein bisschen was mehr zu zeigen, und ich finde, ich muss jetzt nicht die Kuh länger melken als notwendig, sondern ich mache halt das, was mir sinnvoll erscheint zu zeigen. Sicherlich ist es aber eine durchaus interessante Geschichte. Dann Chroniken habe ich schon erzählt, mache ich nicht. Lilianas Lied erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von Liliana und ihrem Verrat mit, wie heißt die gute noch? Marjolaine! Ja, von daher sicherlich auch lustig und sowas. Die Kämpfe sind aber extrem schwer in diesem DLC. Halt, weil man wieder mit niedriglevigen Charakteren spielt und mit einer sehr imperfekten Gruppe. Die Kämpfe sind relativ hart. Sonst ist es eigentlich relativ nett gemacht. Aber weil Lilianas Charakter halt selber schon spricht, kann ich den da nicht vertonen. Von daher wäre das halt irgendwie ein anderes Format und so. Von daher, wahrscheinlich nicht. So, Golus und Amgarak wäre halt noch so ein vielleicht. Ich bin immer noch dabei und bleib erstmal noch beim. Möglicherweise kommt das jetzt noch, wo wir ein bisschen mehr Sachen über die Zwerge rausfinden.
Aber ob das passiert, sehen wir dann möglicherweise in einer nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.